Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstag hier bei Ihrem BLK-TV. Die heutige Sendung wollen wir mit unseren Kurznachrichten beginnen. Anfang März wird in Zeitz der Oberbürgermeister wieder neu gewählt. Nun hat der erste Kandidat seine Kandidatur bekannt gegeben. Mehr dazu in unseren News. Wasserspeicher geputzt. Der zweitgrößte Wasserspeicher im Zeitzer Raum hat den Frühjahrsputz hinter sich, zumindest den ersten Teil. Der zweite folgt in der vierten Kalenderwoche. Dann werden die Reinigungsarbeiten in Dreußig fortgesetzt. Jeder Behälter im gesamten Versorgungsgebiet der Mideva wird regelmäßig alle 2 Jahre einmal komplett geleert. Dabei würden 95% des gespeicherten Trinkwassers ins Netz abgegeben. Nur ein kleiner Rest wird abgelassen. Dann werden die Decke, die Wände und der Fußboden gründlich mit Wasser und Besen gestrüppt und damit von natürlichen Ablagerungen befreit. Kandidat für Zeitzer OB-Wahl aufgestellt. Die Wählergruppe Freie Wähler Zeitz, Freiwillige Feuerwehr und die Bürgerinitiative Theißen hat Andreas Exler zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl in Zeitz am 5. März nominiert. Exler ist seit den Wendejahren in Zeitz politisch aktiv. Im Jahre 2004 wurde er in den Zeitzer Stadtrat gewählt. Seitdem ist er als gewählter Stadtrat politisch aktiv. Für eine kurze Zeit war er 2013 Stadtratsvorsitzender und seit 2014 ist er Vorsitzender des Zeitzer Bauausschusses. Weiterhin wurde Exler als Freier Wähler 2019 in den Kreistag des Burgenlandkreises gewählt. Berufliche Zukunft bei der Arbeitsagentur. Viele Jugendliche befinden sich im letzten Schuljahr. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll. Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd mit Standorten in Halle, im Saalekreis, Burgenlandkreis und Mansfeld-Südharz sucht für dieses Jahr noch Nachwuchskräfte. Junge Menschen, die dieses Jahr noch eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der Arbeitsagentur beginnen möchten, können sich dann bis Ende Januar bewerben. Nähere Informationen über die Karrierewege in der Bundesagentur unter der Telefonnummer 0345 5249 2401 oder im Internet unter arbeitsagentur.de/ba-karriere. Gedenktag in Zeitz. Der 27. Januar erinnert an die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz und ist Gedenktag für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des damit verbundenen Völkermordes. Die Stadt Zeitz gedenkt den Opfern an diesem Tag mit einer Schweigeminute und Kranzniederlegung vor dem Denkmal am Altmarkt. Alle Bürger werden zur Gedenkfeier am Freitag um 16 Uhr eingeladen. Jobperspektiven bei Messe. 28 Unternehmen von Weltmarktführern über Mittelständler bis hin zu Dienstleistern werden am Samstag, den 28. Januar, bei der ersten Jobmesse des Jahres im Großraum Gera interessante Jobangebote für die berufliche Neuorientierung bieten. Die Messe findet in der Innenstadt Geras in der Tonhalle statt. Von 10 bis 17 Uhr ist der Eintritt frei. Weitere Informationen im Internet unter heimspiel-jobs.de. Wettbewerb für Kita-Gruppen. Einmal selbst einen Nagel mit einem Hammer in einen massiven Balken schlagen oder gemeinsam mit dem Bäckermeister einen Brotlaib in den Ofen schieben. Beim Kita-Wettbewerb des Handwerks ist das für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren möglich. Der Ablauf des Wettbewerbs ist kinderleicht. Kita-Kinder besuchen zusammen mit ihren Erziehern einen Handwerksbetrieb in der Region. Dabei schauen die Kinder nicht nur über die Schulter, sondern dürfen selbst mit anpacken. Ein gemeinsames Erlebnis, das sich einprägt, sowohl bei den kleinen Wettbewerbern als auch bei den Handwerkern. Im Anschluss halten die Kinder ihre Eindrücke auf einem Riesenposter fest, das sie bis zum 20. März zusammen mit einer kurzen Beschreibung einreichen können. Eine Expertenjury bewertet die Poster und kürt die Landessieger. Als Belohnung winken 500 Euro für die Kita-Gruppe. Kitas können Wettbewerbspakete mit Riesenposter und Infomaterial zur Teilnahme online bestellen unter amh-online.de/kita-wettbewerb.
Fragen zum Wettbewerb beantwortet die Handwerkskammer Halle. Neue Brücke in Weißenfels fertig. Eine neue Aluminiumbrücke führt seit Anfang Dezember im Kastanienweg über den Kreislaubach. Am 23. Januar wurde sie offiziell übergeben. Die Brücke musste Anfang 2021 wegen Vandalismus gesperrt werden. Unbekannte hatten den Brückenbelag an einigen Stellen zerstört und tragende Balken stark beschädigt. Bei der letzten statischen Prüfung der Brücke im Jahr 2019 wurde ein ungenügender Bauzustand festgestellt. Am Holzüberbau gab es erhebliche Schäden durch Fäulnis und Pilzbefall. Die Bauarbeiten am Kastanienweg fanden von Ende August bis Anfang Dezember 2022 statt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 154.000 Euro, welche die Stadt Weißenfels komplett mit Eigenmitteln finanziert hat. Ich habe 38 Leberflecke, alle unauffällig. Auch der haarige. Der hier. Interessant. Jetzt bei Radio Saalewelle. Wer wieder einmal in die Spielzeugwelt eintauchen möchte, der kann das in Bad Kösen tun. Näheres dazu und natürlich weitere Veranstaltungen haben wir jetzt in unseren Veranstaltungstipps für Sie. Seit 100 Jahren wird in Bad Kösen Spielzeug hergestellt. Diese lange handwerkliche Tradition ist Grundlage für die Kösener Spielzeugmanufaktur. In der gläsernen Werkstatt können Sie in Echtzeit die Produktion von handgefertigten Plüschtieren miterleben. Das Werksmuseum spielt die einzigartige Verbindung aus Traditionskunst und stilvoller Modernität wider. Ab den 28. Januar 2023 bieten die Vereinigten Domstifter jeden Samstag bis Ende März eine außergewöhnliche Sonderführung an. Am 1. Juli 2018 wurde der Naumburger Dom auf die Liste der UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. Als zukünftiger Anlaufpunkt für unsere Gäste wird in den kommenden Jahren das Welterbezentrum in der einstigen Bischofsresidenz am Domplatz eingerichtet. Während der Sonderführung bekommen die Besucher einen exklusiven Einblick in das Haus, in dem die Geschichte des Gebäudes spürbar ist, eine Zusammenfassung über die umfangreich anstehenden Baumaßnahmen und einen Ausblick auf das zukünftige Welterbe-Informationszentrum, das ab 2025 eröffnet werden soll. Mann, oh Mann, oder doch Frau, oder was? In der Show Zauber der Travestie, das Original, wird Ihnen der Kopf ordentlich verdreht. Die schräg-schrille andere Revue mit namhaften Künstlern aus den bekanntesten Kabaretts Deutschlands lässt Sie eintauchen in die Welt der Travestie und verzaubert die Sinne. Seien Sie dabei und erleben Sie eine Show, in der Sie mitmachen, tanzen und singen können. In Rückbesinnung an die eigene Kindheit
gibt es vom 26. November 2022 bis zum 26. Februar 2023 die Sonderausstellung Kleine heile Welt, Puppenstuben und Kaufmannsläden im Museum Schloss Moritzburg Zeitz zu sehen. Bestückt ist die Sonderausstellung mit einer Auswahl von unterschiedlichen Modellen an Puppenhäusern und Stuben, Puppenküchen sowie Kaufmannsläden aus dem letzten Jahrhundert. Zusätzlich versehen mit entsprechenden Innenausstattung werden die einzelnen Exponate zu kleinen Wohn- und Einkaufswelten. Unser Landkreis ist ja nicht nur, wie der Name sagt, für die vielen Burgen bekannt. Ja, auch gute Weine und leckeres Essen sind hier zu finden. Das kann natürlich auch täglich auf unserem heimischen Tisch landen. Moin Moin ihr Lieben, heute wieder für euch unterwegs im Burgenlandkreis, Ostburgenlandkreis. Heute zu Besuch in der Traditionsbäckerei Fritz Barthold, jetzt übernommen von Herrn Ronny Barthold, das ist der Sohn, also ein reines Familienunternehmen. Und hier gibt es wirklich das beste Brot. Es ist ja etwas ganz Besonderes, Herr Barthold, wenn man noch ein frisch gebackenes Brot bekommt, denn das ist heute gar nicht so leicht, so etwas zu bekommen. Können Sie etwas zu Ihrem wunderbaren Brot sagen? Ja. Das ist die echte Sauerteig-Variante mit Natursauerteig und in Steinplattenbrot gebacken. Und das macht ja alles Ronny, das Backen. Und die Sauerteigführung, das richte ich alles an. Mehrstufenführung. Ja, also unser Sauerteig ist immer wieder übernommen. Von einer Woche oder einem Monat zum anderen. Und wie lange hält so ein Brot nun, wenn ich so ein Brot höre? Also Long Life. Brot eigentlich mindestens 8 bis 10 Tage. Oh, das ist ja toll, aber ich glaube, das isst man viel schneller auch. Ja, das Frau Barthold macht die ganze Dekoration im Laden. Den Laden schauen wir uns gleich nochmal an, ein ganz kleines süßes Lädchen. Ja, und wie gesagt, der Hannes ist der Enkelsohn und der möchte vielleicht auch mal Bäcker werden, aber das weiß er noch nicht so hundertprozentig. Ist das richtig? Das entscheidet das Schicksal. Das entscheidet das Schicksal, genau. Du schaust aber immer Papi schon über die Schulter. Nein. Und du probierst immer bestimmt. Ja. Also hier kann man auch wunderbaren Kuchen kaufen. Ich darf Ronny sagen. Ronny Torten bietet ihr auch an? Ganz also mehr so Blechkuchen, ja. Und alles, was ums Brötchen und um Brot geht, dafür ist man hier richtig bei euch aufgehoben. Ja. Euch gibt es seit wann, Fritz? Seit 118 Jahren. Seit Traditionsbäckerei in Taucha bei Weißenfels. Genau. Und das Schöne ist, du bekommst nächstes Jahr eine ganz besondere Auszeichnung. Ja. Dieses Jahr darfst du darüber schon reden. Wenn ich es durchhalte bis dahin. Das hältst du durch. Bei deiner tollen Frau hältst du das durch. Ja. Was erwartet dich für eine Auszeichnung? Den Platinum-Meisterpreis. Und dann kommen wir natürlich nochmal und das wird gefeiert. Das möchte sein. Also kommt hier gerne her, schaut euch das an, probiert dieses besondere Brot. Eure Öffnungszeiten, Hannes. Wann habt ihr hier geöffnet? Dienstag, Freitag und Samstag. In der Zeit von? 6 bis 12 und von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Also der frühe Vogel fängt den Wurm, wie man so bei uns auch sagt. Wie gesagt, wir freuen uns auf euch. Kommt hierher und ich werde mich hier jetzt erstmal durchprobieren. Aber da guckt ihr alle nicht bei zu. Ja, lieber Ronny, ganz besonders sind mir aufgefallen hier diese Brötchen, weil die kenne ich so bei uns, ist immer so doof, Ost und West zu sagen, aber es ist ja immer so in Hamburg oder im Westen nicht. Das sind die typischen DDR-Brötchen, nannte man die. Was ist an diesen Brötchen so besonders? Werden die anders gebacken oder? Ja, das ist speziell ganz, ganz weicher Teig. Ja. Und mit bestimmten Dinkelsauer. Ja. Und langer Teigruhe. Okay, also gebacken. Und auf Steinplatten. Und auf Steinplatten gebacken. Schamott. Also ich merke hier die Stimme aus dem Hinterhalt, ohne Fritz läuft hier gar nicht. Ronny, hast du es auch nicht immer leicht, ne? Nein. Wunderbar, aber ist ja nett gemeint, Ich probiere jetzt diesen wunderbaren Kuchen, Frau Barthold, den ihr Sohn Ronny backt, aber den Sie ja letztendlich hier im Laden verkaufen. Ja. Ist das richtig? Käsekuchen? Ja.
schmeckt nach noch mehr. Ja, also ich wollte das Stück eigentlich hier teilen mit meiner Kamerafrau, aber die ist keine gut, Chance. Die ist gut genug. Nein, nein, das kommt alles alleine auf meine Hüften, rechts und links. Ja. Also, vielen, vielen Dank für den... Ist aber alles ohne Fertigmittel oder Hilfsmittel. Alles und das ist eben wichtig. Sowas ist eben... Wir kochen den Mohn selbst, ja. Wir kochen den Pudding für die ganzen Kuchen selbst. Und das merkt man auch. Und das schmeckt man auch, Frau Barthold. Ja. Dann schmeckt das wirklich. Der Mohnkuchen. Der Mohnkuchen. Frau Barthold, Herr Barthold, lieber Ronny, lieber Hannes, vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften. Und ich habe euch noch was ganz Kleines mitgebracht. Ihr dürft hier noch mal reingreifen. Ich habe gedacht, für den lieben Fritz Barthold, heute mal was Nebeliges von der Küste. Und vielleicht für Frau Barthold ein bisschen Marzipan. Mal gucken, was du gerne machst hier. Guck da mal rein. Darf ich noch die Taschentücher nehmen? Die darfst du auch. Also ich würde gerne, dass du dir zwei Sachen aussuchst. Guck mal, die hier. Guck mal, was noch was. Guck mal. Also das hier alle. Vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall wieder und werden bei euch hier Kunden werden. Ganz vielen, vielen Dank. Gerne. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Am Samstag musste die Herrenmannschaft des Floorballvereins aus Weißenfels ins Pokalviertelfinale. Ob sie die letzte Runde vor den Final Four in Berlin für sich entscheiden konnten, sehen Sie im folgenden Bericht. Am Wochenende ging es für die Floorballer des UHC um die Tickets für die Final Four in Berlin. Während die Damen den Weg nach Bonn antreten mussten, konnten die Herren die Bonner in der Weißenfelser Westhalle begrüßen. Die Gäste zeigten von Anfang an, dass sie als Sieger des Viertelfinales die Saalestadt verlassen wollten. Bereits in der ersten Spielminute mussten die Weißenfelser den ersten Treffer der Bonner verkraften. Und auch der zweite Treffer nach 7 Minuten Spielzeit ging auf das Konto der Gäste. Erst kurz vor der ersten Drittelpause gelang Jonas Pohl der Anschlusstreffer. Das zweite Drittel hatte gerade begonnen,
als dem UHC der Ausgleich gelang. Ein erfolgreich durch Martin Brückner abgewehrter Strafstoß beflügelte die Gastgeber weiter, die trotz Unterzahl gleich ein weiteres Tor auf der Anzeigetafel verbuchen konnten. Die Bonner ließ das kalt, sie holten wieder den Ausgleich. In der 7. Spielminute des spannenden zweiten Drittels brachte Stefan Kostrun den UHC wieder in Führung. Luca Leon Bayrich legte gleich nach zum 5:3. Damit ging es dann auch in die zweite Pause. Wiederum in der 7. Spielminute des letzten Drittels, des noch immer extrem spannenden Spiels, schafften die Gäste wieder an den UHC heranzukommen. Noch war für beide Teams das Ticket nach Berlin in Reichweite. Rund 4 Minuten vor Spielende konnte sich der UHC dann mit dem Tor von Luca Leon Bayrich weiter absetzen. Die Bonner erhöhten den Druck auf die Gastgeber, indem sie für den Torwart einen zusätzlichen Spieler aufs Feld brachten. Doch das nutzte der UHC bei einem Konter gnadenlos aus und Sascha Herr konnte den Ball ins unbewachte Tor kullern lassen. Und 50 Sekunden vor dem Ende des Spiels dann noch eine Chance für die Bonner. Wieder ein Strafstoß. Doch wieder hält Brückner. Verbissen kämpften die Bonner um jeden Ball, aber mit zwei weiteren Toren von Florian Böttcher und Matthias Siede sicherte sich der UHC das Ticket zu den Final Four in Berlin. Und auch die Damen buchten das Final Four-Ticket am Wochenende. Auswärts in Bonn konnten die Cats ihr Viertelfinale mit 5:1 gewinnen. Beim Fußball ist der Startschuss in den Ligen noch nicht gefallen.
Da müssen sich die Fans noch etwas gedulden. Aber ab Februar rollt er dann wieder, der Ball. Aber in den anderen Sportarten, da wird bereits heftig um die so begehrten Punkte gekämpft. Hier die Sportergebnisse vom Wochenende. Der Sport im BLK TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. In der Fußball-Oberliga traten am Samstag die Kicker von Blau-Weiß Zobau mit einem 1:1 beim VfB Auerbach die Heimreise an. Kommen wir zum Handball. In der Handball-Oberliga hatte am Samstag der HC Burgenland mit 32:30 gegenüber dem Team aus Köthen die Nase vorn. Die Begegnung bei den Frauen HV Chemnitz gegen HC Burgenland wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. In der Sachsen-Anhalt-Liga unterlag die zweite Mannschaft vom HC Burgenland mit 25:38 beim USV Halle. Und die WHV-Männer unterlagen am Samstag mit 26:30 beim SV Anhalt-Bernburg. Floorball. Im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs besiegte der UHC vor heimischer Kulisse die Dregens Bonn mit 9:4 und buchten sich damit das Ticket zum Final Four. Basketball. Die Wölfe haben den vierten Heimsieg hintereinander knapp verpasst. Im ersten Spiel des Combinet-Events mussten sie sich Ratiopharm Ulm mit 87:91 geschlagen geben. Nächsten Samstag geht es mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Rostock weiter. Kommen wir jetzt zum Kegeln. In der zweiten Bundesliga mussten am vergangenen Samstag die Geiseltaler beim BSV Grün-Weiß Friedrichshain antreten. Hier gab es die eine oder andere Überraschung. Bereits im ersten Durchgang konnten die Wölfe trotz schwierigen Starts punkten. Dann schlichen sich einige Unkonzentriertheiten in das Spiel ein. Am Ende stimmten dennoch die Ergebnisse und die Gastgeber konnten trotz ihrer Schlussoffensive das Spiel nicht mehr drehen. Mit 7:1 Mannschaftspunkten gingen die Zähler verdient ins Geiseltal. Durch diesen Auswärtssieg arbeiteten sich die Wölfe auf den dritten Tabellenplatz vor. In der Verbandsliga traten die Grün-Weißen aus Grandschütz mit einem 5:3 beim Dessauer SV 97 die Heimreise an. Und die Langendorfer Kegler fuhren auf heimischer Bahn gegenüber der Mannschaft aus Leitzgau einen 6:2 Sieg ein. In der Landesliga Staffel 2 kam es zu folgenden Ergebnissen. SV Teutern gegen Rot-Weiß Großörner 2:6. SV Geiseltal-Müscheln gegen Aufbau Eisleben 6:2. Und die SG Wehlitz fuhr zu Hause gegenüber der Mannschaft aus Sennewitz einen klaren 8:0 Sieg ein. In der Landesklasse Staffel 4 unterlag SG Aufbau Zeitz mit 3:5 dem KSV Flemmingen. SV Grün-Weiß Langendorf trennte sich am Ende der Begegnung mit 6:2 von der SG Wehlitz. Und die zweite Mannschaft von Grün-Weiß Grandschütz fuhr zu Hause einen klaren 8:0 Sieg gegenüber dem Team von Eintracht Brofen ein. Der Sport im BLK TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir sehen uns dann am Freitag wieder zur nächsten aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK TV. Bis dahin, machen Sie es gut und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss.